Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind schon unterwegs nach Frankfurt. Fast die ganze Family ist dabei, der Patrick ist nicht dabei, sonst sind alle Kinder mit. Wir haben nämlich dieses Wochenende ein ganz, ganz wichtiges Jogging-Event und das ist eigentlich das Wichtigste im Jahr hier bei uns mit unserer Partnerfirma. Und ja, wir sind schon, ich glaube, seit 8 Stunden unterwegs, circa. Es ist jetzt schon 18 Uhr, wir sind den ganzen Tag durchgefahren, es ist Freitag. Die Kinder haben von der Schule frei bekommen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. In ein paar Minuten sind wir in Frankfurt und treffen dann unsere Teampartner, gehen mit ihnen was essen und morgen geht es dann los. Da werden wir euch natürlich auch mitnehmen. Ich zeige euch die schönen Outfits, die ich für uns alle habe, beziehungsweise die wir haben. In circa 14 Minuten landen wir, würde ich sagen, also sind wir da. Dann zeige ich euch unser Hotel, Roomtour etc. und dann pushen wir zum Restaurant. Wir haben nämlich im Alex reserviert, so heißt das Restaurant dort in der Nähe von der Festhalle, wo wir das ganze Wochenende dann sein werden. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Es wird ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Leute, wir sind noch gar nicht dazu gekommen, euch das Zimmer zu zeigen. Wir sind ja schon angekommen und haben schon Check-in gemacht, aber wir sind schnell aus dem Hotelzimmer raus und haben uns hier mit unserem Team getroffen. Der ganze Tisch voll mit unserem ersten Licht hier. Mega, mega. Und wir sind jetzt gerade hier am Essen. Ich zeige euch mal mein Essen. Das ist mein Essen. Das ist mein Ringlicht. Philipp hat ein Messer. Ja, danke schön. Ich bin so, so glücklich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, hier mit meinem Team in Frankfurt zu sein. Das ist ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Der Papa schickt dir ein. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Genießen den mal. Übrigens, das Restaurant ist voller Jogi People. Voll crazy. Ich bin gerade so noch am Verarbeiten, was hier passiert. Und das ist ja nur der Vorabend. Morgen geht es dann los. Oh mein Gott! Die Jogen Goodie Bag wird aufgemacht. Sanja, wie riecht's? Live Test. Gut zum Aufsprühen. Was ist das? Ich mag auch mal riechen. Oh mein Gott! Oh, das ist urgeil. Oh mein Gott, das riecht gut. Das riecht nicht gut. Oh mein Gott. Es gibt doch einmal ein paar Fels in der Tasche. Ja, ja, wir schauen uns aus. Und das Schwarze? Oh. Vanille. Wo geht sie hin? genehmigt, ich spare. Genehmigt. Sie hat es abgenommen. Was hat sie gesagt? Mir? Aha. Zu Hause wird das Videomaterial ausgewertet. Ah, das ist Wahnsinn. Vanille, oder ist das? Also wer ist Koch? Sie hat alles reingeweist. Ja. Wir sind jetzt im Zimmer. Das ist unser Hotelzimmer. So eine kleine Roomtour kann ich euch zeigen. Hier unser Bett. Hier ist Philipps Bett. Philipp sitzt da unten und schaut ein bisschen iPad. Papa ist duschen und die anderen drei Mädels sind im anderen Zimmer. Ich zeige euch, was wir in unserer Jogen Goodie Bag drin haben. Schaut nämlich so aus. So und hier über der hinteren sowas. Wie so eine Neopren-Anzugstasche, also so ein Neoprenstoff. Und ich zeige euch mal, was da drinnen ist. Also, das war alles drin. Ich habe alles ausgeleert. Fangen wir mal mit den unspektakulären Sachen an. Hier Jogen Event Bänder zum Rumgeben. Dann Kugelschreiber, 2 Stück, weiß und schwarz, auch mit Euro Event. Das fand ich so, so schön. Und zwar, schaut euch mal das an. Ein Schlüsselanhänger. Oh mein Gott, und der ist so hochwertig. Einfach mit so einer Jogen Parfum in Luxury. Hinten auch wieder Frankfurt 2024. Dann ist hier noch so ein Jogen-Magnet, auch so schön mit dem Logo. Dann so ein Kofferdings da, wisst ihr, wo man so den Namen reingeben kann mit Jogen. Dann 3 neue Parfums. Look at this, 3 neue Parfums. Oh mein Gott, ich habe da dran schon gerochen. Die riechen wirklich mega geil. Dann hier meine Manager-Card, also das ist meine Eintrittskarte sozusagen. Dann halt auch diese Bänder und dann so ein Notizbuch. Der Tag bisher war irgendwie kurz, aber auch irgendwie lang. Durch die lange Autofahrt fühlt er sich irgendwie kurz an, weil die Stunden irgendwie so schnell vergangen sind. Aber trotzdem intensiv jetzt mit den Teampartnern beim Essen. Das war wirklich so schön. Sich so einen ganzen Tisch anzuschauen, wo ja einfach so tolle Menschen da sind, die ein Teil von deinem Team sind. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Diese
Personen, die dabei waren, die kenne ich ja auch wirklich schon gut mittlerweile. Die arbeiten ja schon ein paar Jährchen zusammen. Die sind seit 2,5 Jahren selbst dabei und einige sind nach einem Jahr oder manche später, manche früher. Also das baut sich dann schon so eine wunderschöne Beziehung auf. Und diese Menschen hätte ich ja sonst nie kennengelernt, wenn ich jetzt nicht Joggen gemacht hätte. Und das finde ich dann immer so toll, dass dieses Business einfach Menschen verbindet, die sonst irgendwie nie zusammengefunden hätten. Und dass es so ein absoluter Mehrwert ist. Yeah, that's from me. My input for today. Wir werden schlafen gehen. Wir wollen uns ja circa um 9 Uhr dort treffen. Ich habe zwar reservierte Sitzplätze, aber meine Teampartner nicht. Wir sind um die 6.000, 7.000 Menschen. Jeder will gute Sitzplätze, so schnell, so weit wie vorne. Und ich hoffe, dass sie sich alle irgendwie zusammensetzen. Und da möchte ich ihnen ein bisschen dabei helfen. Und wir wollen auch noch schöne Bilder machen und kleine Aufnahmen und ja. Deswegen denkt an eure Familie, wenn ihr euer Team bildet. Ihr habt Liebe und Passion. Ihr möchtet, dass ihr zusammen weiter vorankommt. Ich betrachte mein Team auch wie eine Familie. Sie ist meine zweite Familie. Ich habe Menschen hier, die ich wirklich als Freundinnen betrachte, aber nicht nur, sondern wir wollen zusammen wachsen. Das ist essentiell wichtig, dass ihr diese Menschen findet und dann bildet ihr sie. Ich habe hier zwei große Mentoren. Das ist erstens mal Mariana Markovic, meine Upline-Managerin. Ich beobachte sie, wie sie mit ihrem Team umgeht. Und ich beobachte natürlich auch Sandra, wie er mit uns umgeht. Genauso dupliziere ich das wie meine Tiefe. Ich gebe ihnen Anerkennung, sehe ihre Werte und ich sehe, dass wir sie gut können und versuche sie hier voranzubringen. Ich diene ihnen, indem ich ihnen einfach Werkzeuge auch zur Hand gebe, die ich schon kann. Und Sandro hat was ganz Besonderes vor 2 Wochen gesagt. Betrachtet euer Network, eure Struktur wie ein Spinnennetz. Es ist sehr, sehr leicht zerbrechlich, aber ihr seid die Spinne drauf und ihr müsst ständig hin und her wandern, eure Babyspinne beschützen. Und das machen wir. Das ist wichtig fürs Teambuilding, wenn ihr den Fokus in euer Team anstatt nur auf den Rang habt, dann kommt der Rang sowieso. Ja. The future is yours. The future is now.